Oh Leute, moin, seid willkommen zur nächsten Folge Station Years. Ich bin inzwischen 20 Minuten zu Gange. Es war jetzt richtig ärgerlich, dass diese Pisse schon wieder nicht funktioniert. Oh, da bin ich jetzt sauer. Da bin ich jetzt sauer. Also, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr habt viel verpasst, sehr viel verpasst, extrem sehr viel verpasst. Also, Freunde. Ich versuche euch ein bisschen mit abzuholen. Ich habe mich informiert. Ich war beim Causa Evil, habe mir seinen HW500-Code angeschaut und angepasst. Diese ganze Anpassung und alles, was dazu gehört, habt ihr natürlich nicht mitgekriegt, weil wir aber auch noch elementare Probleme haben. Wir sind mitten mit dabei und jetzt gucke ich hier gerade nach rechts unten. Ach, die Aufnahme läuft ja gar nicht. Ach so. Oh, ich bin so sauer. Das war so spannend, geil. Das war alles cool. Also, sorry, da habt ihr wirklich was verpasst und scheiß technische Scheiße manchmal. Ich bin eben erst aufgestanden. Und da bin ich noch nicht so. So, also. Ich werde euch jetzt den Causa Evil Code nicht zeigen. Ja? Hier habe ich mal geschrieben, danke, Causa Evil. Das hier, bis hier, diese Zeilen haben wir mal vom Causa Evil Code genommen und uns unseren Bedürfnissen angepasst. Ne? Den restlichen Code kennt ihr. Er erntet. Er erntet. Er erntet und erntet und erntet. Oh. Dann haben wir rausgefunden, dass diese HWs mit dem seitlichen Display nicht unterstützt werden, weil es dafür gibt es keine Identnummer, weil wenn ihr hier reinguckt, Kit HW, das ist der normale HW mit Structure HW. Ja. Und wenn wir wieder zurückgehen auf Kit HW und den anderen, den wir gebaut haben, wählen, kommen wir auf Kit HW. Wir können es auch nicht mehr anklicken. Also, es gibt ein Gerät, was keine ID hat. Oh, wir sind ja auch so blöd. Natürlich hat das. Oh, ja. Passt mal auf, können wir das nicht so auslesen? So. Name Hash. Können wir nämlich hier. Refair Patch minus 2 7 1 4 8 0 3 5 8. So. So, weil wenn wir das aus, guck mal hier, Kit Tavi 1 und der hat auch eine andere. Dann eben so. Mann, ey. Also manchmal. So, da müssen wir das eingeben, was da stand. Dann sollte der andere eigentlich gleich abgeerntet werden, was ich ja nicht will. Und wir müssen erst das mit den Sortern klären. Minus 2 7 1 4 noch 0 3 5 8. HW seitlich. So, bedeutet, dass wir das konfirmen und aber den HW noch mal ausbremsen wollen. Dabei kann ja hier schon ein bisschen mehr Testreis.
Aber die anderen sollten eigentlich aufwachen. Ich habe einen Befehl aktiviert irgendwo. Da. Zbatch Network, Harvey Stack. Ich überprüfe das nochmal. -2714 80358. Weil die anderen hätten sich alle jetzt aktivieren müssen. Durch diesen Befehl. Tja, so ist das Leben. Ein Problem nach anderen. -2714. 2714 80358. Da ist auch ganz klar ein Minus davor. Bei Reference ID 678 7051. Ja, dann funktioniert das eben nicht. Dann ist das eben so, wie das ist. Schade. So ein... Naja, kleiner Bug, ist aber so. Muss ihn ja eh neu benennen. So, gut. Warum tun die Sorter nicht das, was sie sollen? Sorter. Mode 2. Load Batch Network. Aus Sorter. Load Batch Network Slot. Sorter Prefab Hash. YAL Bibliothek. Vergleiche. Die Pflanze ist so. So. Vergleiche, aber wenn der null ist.
Na, angenommen, Pflanze ist null. Aber da ist was drin. Denn es ist nicht gleich null. 2, 3, 4, 5. Gut, dann kommt er hier rein. So, und dann guckt er hier. Ob in dem Stecker was drin ist. Wenn ja, dann schmeißt er eine 0 runter. Wird die 0 übertragen. Wenn nicht, eine minus 1. Kann ja da auch eine 1 machen und dann eine 0. Ist er da anders?
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. 0, 1, 2, 3. Wenn im Harvey. Was drin ist. Dann funktioniert das ja mit dem Also hier kommt er auf jeden Fall durch. Ja, kommt er auf jeden Fall durch. Z equal V2 V1 minus 1 4 V2. So, habe ich hier irgendwo das DB. Was ist sein Pissproblem, wenn ich das mal so formulieren darf? ZDB Steady V1. Minus 1. So, Pflanze HD. Hier wird es lediglich benutzt in V1.
Also es gibt ja die Pflanze Null. Und die kommt hier auch als Null an. Wie geht sie dort weiter? Sie geht auch als Null weiter. So. Branch relative not equal, wenn er nicht null ist. Nee, wenn er nicht in V1, wo kommt jetzt V1 her? V1 und Firm. Wenn Pflanze 0 ist. Ach so, also Pflanze kann 0 sein. Aber das interessiert ja nicht, weil ja der auch 0 sein kann. Logischerweise. Also, branch relative equal 0. V1 7. Okay. Export. Wenn da nichts drin ist. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann landet er also gleich hier. Können wir den nicht gleich eigentlich übernehmen? So, warte. Wo waren wir denn? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wenn V2 gleich minus 1 ist, Z equal. Z not equal. Brauchte ich den Dien dazu?
Scheint nicht. Ah, da wo jetzt eine Pflanze drin ist, da spinnt er. Ich kann ein bisschen schneller arbeiten. Ja, das muss ich denn, das muss ich später wieder von alleine richten. Also wir brauchten tatsächlich beides, aber so ist es ja nun mal. So, gut, alles klar, habe ich verstanden. Export, Export. So. Dann sind die also aus. Oh, das wird aber lange dauern, bis es da durchgeht. Aha. Jetzt sind wir den Sleep mal raus. Ist das geil. Er schleicht sich dadurch. Oh Mann. Ja. Genau. Hier ist jetzt eine Pflanze drin gewesen, also hat er den gekriegt. Aber er hat beide gekriegt. Warum? Er hat beide bekommen. Und 5. Weil das darf nämlich nicht passieren. Hat aber ein. Ach so, er ist ja gar nicht an. Da steckt aber jetzt ein Rice Seed drinne. Ja.
Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Das müssen wir uns jetzt mal auswerfen. Das müssen wir uns mal ganz, ganz, ganz auswerfen. Load Batch Network. In V1. Aus Harvey. Load Batch Network Slot. Hash. H1004. Slot Index 0. Slot Logic Type Occupied Zoom Set DB Setting O1. Nirgendwo ein DB. Gut. Export. Date Harvey 0. Bist du überhaupt die 4? Du bist die 4, ja. 0. Auch 0. Weil er ihn ja nicht annimmt. Moment, er kann ihn nicht lesen. Er kann ihn nicht lesen. Er kann ihn einfach nicht lesen, das ist das Problem. Jetzt kann er lesen. So. Wo ist mein Spider-Beutel? Heat. Hätte doch zwei Beutel. Da hinten steht noch einer. Oh Mann.
Genau. So soll es nämlich sein. Seht ihr. Stückchenweise kommen wir das hier hin. So, jetzt könnten wir uns noch andere Bode nehmen. Aber wir müssen ja jetzt erstmal das beenden. Nicht wahr, Freunde? Stück für Stück. Ich muss da leider hingucken. Genau. Gut, also klappt es. So, jetzt muss das System nur noch schneller werden. Weil theoretisch ist da ja nichts drin. Das System muss schneller werden. Das ist so. Kann ich noch irgendeinen Sleep oder Yield oder irgendeinen Scheiß rausnehmen? Habe ich da noch irgendwo irgendwas drin? Hier ist ein Yield. Ja, warum das noch nicht so funktioniert, weiß ich auch nicht. Eigentlich bräuchte er ja gar nichts, wa? Überträgt es ja eigentlich ganz gut. Genau. So soll es sein. Gut, gut. So, dann müssen wir jetzt egal, wer abbaut, Ja, dann müssen wir mal gucken, wie wir das lösen.
So, so ist das. Genau, das würde nämlich nicht bei ihm landen, sondern bei dem nächsten, der die Pflanze hat. Na, das ist halt einfach so. Bei dem nächsten, der die Pflanze hat, würde es landen. Na, der Server hat gerade ein paar Problemchen, scheint mir. Ich meine, das gefällt mir ganz gut, dass der eine zum nächsten weitergibt. So. Und jetzt ist der nämlich pflanzenlos, sozusagen. So. Wenn ich die Growlight... Warte mal. Er wächst. Jetzt die Frage, wie viel Licht hast du denn da? Licht Intensity 0. Ja. Lass uns doch mal eine Growlight bauen. So, Leute, wir haben viel geschafft. Ich löse das Problem jetzt noch. Wie können wir speichern? Wie können wir das namenstechnisch speichern? Dass er die Pflanze, die er hat, wenn er sie abgebaut hat, weil er schneller erntet, als es da durchkommt. Da muss ich mir Gedanken drüber machen. Aber das ist ein Problem für die nächste Folge, Leute. Tschüss, Freunde.